So, und da sind wir wieder zurück bei Dead Space. Willkommen im Weltraum mit Herrn Sarrazar. Hallo. Guten Tag, die Damen und Herren. Da sind wir auch wieder zurück. Von unserer kleinen Fail-Mission sozusagen. Wir haben ja gerade ein bisschen rumgefailt in der letzten Folge. Aber wir wissen jetzt ja immerhin, wie man Reiter wechselt, ne? Ja, mit Komma und Punkt, was natürlich auch total logisch ist. Nee, einfach aufsatteln. Anderes Pferd. Ich seh dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Das beruhigt mich ja, lieber Edwards. Oh. Netter Kerl. Oh, der Superball ist auch wieder da, ne? Aber gerade schlecht. Da! Boah, Alter! Boah, das war krass. Alter, Entschuldigung. Dreh ich mich um und dann war einmal ganz anders gesehen. Hab ich mich gerade ein bisschen erschrocken noch. Alter. Wo kommen wir denn her? Vom Dach oder so? Da, aus den Lüftungsschächten wahrscheinlich. Das war ein bisschen überraschend jetzt. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. Eine Armee? Welche Armee denn? So. Necromorphs. Trespassers will be blown to bits. Wieso setzen denn Necromorphs für sich ein? Wer ist denn dieser Edward? Keine Ahnung. Das ist der Typ, der eben zu uns gesprochen hat, der umgebracht werden sollte. Wegen der Infektion, weißt du? Verstehe. Der hat doch gesagt, der hat doch die eine auch umgeballert und hat gesagt, nein, ich lass mich nicht töten. Und sobald einer dieser Ledernacken vorbeikommt, um mich zu töten, werde ich ihm zeigen, was los ist. Ja, und das hat er wohl wahrgemacht. Eine kleine Geschichte. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er das bei uns schaffen wird. Freundlich, wie er ist. Alter, sehen Sie mal hier gerade einen Lüftungsschacht. Das sieht verdächtig in einer Ladung TNT aus. Und auch an der Decke haben wir so eine Ladung. Hier geht's übrigens durch und wir haben einen Totenschädel auf dem Boden. Das. Hab dich! Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf. Okay, wir sollten abbauen. No! Wohin denn? Weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, okay. Okay, wir leben noch. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung. Warte mal, hier ist noch so ein Case. Wir kriegen Besuch. Oh fuck! Ah! Alter! Steht der direkt vor meiner Nase, Alter! Nein, das gibt's Alter. Doch nicht! Au! Du Penner, ich sehe hier was von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Kommst du klar da hinten? Ja, das ging gerade so. Muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich würde gerne nicht mehr angegriffen werde. Meine Fresse. So langsam geht's aber los mit Horror hier, ey. Alter. So. Ich dachte, das Vieh direkt neben mir und hat mir einen Arsch getreten. Oh! Leider waren das nicht die einzigen. Du bleibst mal schön liegen hier. Und du sowieso ein kleiner Pimmock. Lebst du mit mir? Nee. Du kannst ruhig weiterkämpfen. Muss ich liegen bleiben. So, da ist noch einer. Einen habe ich da noch rumschleichen sehen. Ah, der Seite links. Da ist so eine Töle. Boah, da ist noch einer irgendwo. Da an der Wand, irgendwo, nee. Ich dachte, du wärst der eine, aber das war's gar nicht. Hey! Ich sehe nur scheiße aus, aber ich bin kein Necromorph. Alles klar. Naja. Achtung. So. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Wo geht's jetzt weiter? Na, Heidewitzka, Herr Kapitän. Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt durch die Tür, die gerade gesperrt war. Warte mal, hier ist so die Musik ist geil. Hör mal die Musik gerade. Wir müssen das hacken. Hör mal die Musik eben. Du. Aua, geil. Ich hab mich verbrannt beim Hacken. Scheiße. Oh oh. Kriegst du es hin? Oh oh. Ja. Du bist doch so ein Hacker. Sag ich dir gleich Bescheid. Kennst du eigentlich den Film Hackers mit Angelina Jolie? Natürlich mega schlecht. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, die Virtual Reality Scheiße, so als wäre es das so gewesen. Wow!
Oh. Was? Oh, was haben wir denn da? Sicher hast du voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Ich kann sie absorbieren. Was? Was? Wie bitte? Herr, ich mach da mal ganz kurz hinter dir, räume ich mal auf. Ja, gerne. Und ich mach mal die Tür auf. Kommst du mit mir? So, lebt der. Oh! Vergesst mal, dass er ein Da ist es. Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn Sie es finden, ich schieße darauf. Danke. Guter Mann. Ich hab 'ne Idee, ich absorbiere einfach die Energie. Super. Was hältst du davon? So, Stasepack kann ich. Nee, lass mal gucken jetzt. Stasepack kann ich nicht mitnehmen. Oh, ja, ich wollte mal. Was denn? Foto? Hier steht ein Foto, hier, guck mal. Ah ja, sieht gut aus. Naja, wie man es nimmt, ne? So, wo müssen wir denn jetzt diese Elektrokacke abstellen oder aufstellen oder was auch immer? Elektrokacke? Elektro. Da ist so ein Foto auf dem Boden, ja. No Smoking. Da geht's nicht weiter. Ich hab doch gar kein Smoking an. Herr im Himmel, ey. Ey, wo ist das blöde Ding? Hier. Nee, das meine ich nicht. Ach so. Ich meine doch nicht dich. Oh, bin ich mal da reingelaufen einfach. Ach, cool. Ach, warte mal. Ah, warte, nee, ich muss es... Ja, ich schieße genau, drauf. Genau. Erledigt. Juhu. Tja. Easy going, Alter. Ja, der Edward hat sich die Sprache verschlagen. Lass sie mal durchgehen. Oh, Alter. Das scheint bei denen ja gut zu funktionieren auch. Okay, nächster, hier. Wo ist er denn? Hier an der Seite. Warte. Da oben ist noch einer. Oh ja, baller mal drauf. Kannst du mal gerade mitballern? Ich musste mich nachladen. Oh. Ach Mann, ey, ich will mal stampfen und dann. Naja. Hier. So, warte, kriege ich den? Muss da. So, ja, ich muss den gerade um die Ecke wegschießen. Um die Ecke. Okay, hier muss auch einer sein. Ja, oh, ich glaube, ich hab ihn. Da! Wand gegenüber. Ah, da. So. Das sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Für diese Folge haben wir die unehrenhafte letzte Folge hoffentlich wieder wettgemacht. Natürlich. Übrigens, auf dem Boden steht... Warte mal, den Surabot. Lass mal den Surabot einsetzen irgendwie. Ob das hier eine gute Idee ist? Oh, warte mal, da müssen wir zurückgehen noch mal ein bisschen. Boah, warte mal, hier ist ziemlich viel los. Laut Surabot da unten irgendwo. Setzt du dir einfach so aus, willkürlich, oder wartest du ein bisschen... Nee, am besten umso öfter es piepst, glaube ich, oder? Komm mal hierher, ja. Und dann machen wir den... Ach nee, warte, vorne gibt's noch was. Oh, warte mal, hier du übersiehst hier doch alles. Ich bin ja auch noch hier am Warten auf dich. Am Warten? Was? Okay, runterfahren. Bereit? Natürlich. Oh. Toll. Ja. Also, wenn da unten jetzt 10 Monster angreifen... Alter! Entschuldigung, wenn ich lachen muss. Ich war wieder oben hier. Ich war so frei. Alter. Kommen die auch hoch? Oh, halt! Wir haben auch hier oben Besuch. Aber nur einen. Komm, lass runterfahren hier, da ist einer, der auf uns wartet. Ja gut, jetzt bin ich auch mit drauf. Ich hab alle getötet. Was? Ja. Lässt mir nichts vom Spaß übrig? Was bist du denn für ein Freund? Moment mal, die Kiste lasse ich dir übrig. Ach so, ich soll aktivieren. Alles klar. Jo. Moment. Okay, Fahrt beginnt. Dass die nicht runterspringen können einfach. Ja, irgendwie kann ich die Kiste nie nehmen. Komisch. Da wäre ich sauer! So, was sagt der Sucherbot? Ey, diese Folgen, in die letzten erschrecke ich mich deutlich häufiger als vorher. Ich setze ihn jetzt einfach ab. Hat doch ein kleines bisschen angezogen, ne? Ja, auf jeden Fall. So schockermäßig. Horror. Ja. Halt, ich kann doch nicht. Halt. Jetzt. Alter. So. Kann ich den nicht umballern? Weil der mich gerade in der Animation gefangen hatte. Ja, trotzdem unlogisch.
Du hast dein Suchbot einfach abgesetzt. Ja. Findest du das eine gute Sache? Ja. Gut, mache ich auch gleich. So, was steht da? Tick-Tack, Tick-Tack. Auf dem Boden steht Tick-Tack, Tick-Tack. Oh oh, das halte ich für eine Bombe. Und er meint bestimmt nicht diese kleinen Pastillen. Alter! Ich schätze, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Oh. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Nur zu, steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Ich habe eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Das ist ja nett. Ich gehe ja schon mal runter. Genau, war ja klar, ein Kloßbrühe. Spannender wäre es, wenn... Blockiert. Ja, ja, ja. Spannender wäre es, wenn die Leiter auch unter Strom stehen würde. Okay, warte mal, die Bank gucke ich mir gerade an. Warum? Mein Superbot ist bestimmt noch nicht zurück. Aber hier, phonische Streuung. Nee, so spannend ist es wirklich nicht. Komm, mach ich nochmal zu hier. So, ich öffne hier mal. Wummel, wummel! Ist nichts. Da hinten sieht's gut aus, aber wir müssen natürlich erstmal die Leiter hoch und dann mal gucken, wo wir hinkommen. Okay. Heieiei, Popeieiei, aber es zieht ein bisschen an, ne? Ja, auf jeden Fall. Da oben ist was. Wo denn? Irgendwo. Hörst du an, oder? Ah, guck mal, da vorne ist das. Ah, hi! Ach, da, ach da. Ah, Vorsicht, die kotzen. Ih. Alter, die ganze Suppe auf meinen Ärmel verteilt, der Keller. Ach, guck mal. Terror. So, hier vorne möchte ist das, noch jemand? Chinese-Ding hier. Mach mal kaputt. Okay, warte, 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 ich da hinkomme. Ich dachte, da komme ich hin. Bam, sehr schön. So, da wären wir wieder. Was für eine gewiefte Falle mit diesen Chinese-Dingern da, ne? Absolut. Gut, dass die im gleichen Raum sind immer. Ja, also das ist wirklich total, also das, müssen wir eine Stange installieren. Eine Stange, ah ja, so ein X, ne? So, Partner. Jo. Bist du fertig? Leiter jo, mäßig? Jo, komm runter, komm runter. So, come on, ey, come on. Komm runter, Gunnar. Für die Experience. Und jetzt? Wo ist das Ding? Ah, hallo. Ah, da. Erledigt. Achso. Okay. Ich freue mich. Warte, hier ist noch ein Special. So, wo kommen wir jetzt denn hier hin? Maschinenraum. Wo ist denn Jordi? Hat er da frei? Ich weiß nicht, wo sich der Edwards aufhält, vor allem. Dieser komische... Ich hab keine Ahnung. Oh, Bomben. Tick-Tack. Ja. Können wir die vielleicht auch selber? Boah! Alter. Entschuldigung. Oh, ich wusste nicht, dass du da drüben bist. Ah, die kann man kaputt machen, ne? Ja, kann man wegschießen. Cool. Aber an der Wand die Bomben kriegt man natürlich nicht kaputt. Aber schießt die mal nicht weg, vielleicht brauchen wir die gleich, wenn irgendwas angreift. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Okay, ich stell mich mal... Warte, 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 geh mal weg. Und... Zünden. Tja, viel Sprengstoff ist nicht mehr mein Bester. Aber incoming! Falsch, oder? Quarantäneabriegelung aktiviert. Ey, da mach ich eine. Ah, guck mal, wieder die coole Mucke. So. So, ein bisschen Somat gehen, hat noch niemandem geschadet. Ach, den hast du schon. Ja, ja. Das geht ja noch recht easy hier. Aua. Ich habe das Gefühl, das wird nicht lange so leicht bleiben. Nein, 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 nein. Voll, ach, scheiße. Scheiße, die Explosiven wieder. Hatsch. Was war die Psychos? Aktiviert. Wo bist du? Da vorne. Uah. An der Seite. Krabbelspastis. Jo,
So, ich gehe wieder zurück. Ah, du Scheiße. Wollen wir die direkt vor dir auftauchen? Scheiße. Wir müssen runter, glaube ich, oder? Scheiße, der hat mich erwischt gerade. Wo bist du? Du bist tot. Wo bist du? Nein. Oh nein. Bist du auch? Oh, nein. Ja, Bein abgerissen. Alter. Boah, wie krass sah das denn aus? Das war krass. Wir sollten uns konzentrieren auf irgendeine Ecke. Wir sollten in irgendeiner Ecke stehen. Und da dann auch ein bisschen bleiben. Boah, den Kampf machen wir aber in dieser Folge noch, ne? Ja, na klar. Alter. Nee, doch nicht. Boah. So. Soll ich ganz nach unten gehen? Ich glaube, wir müssen eh nach unten, oder? Also, so, da mal. Ist die Tür zur Umweltsteuerung, aber... Ich frage mich, wie viel Schuss das Scharfschützengewehr hat. Ich hänge mich einfach an die Leiter und warte, bis alles ausgesessen ist. Ja, genau. Super Idee. So. Nee, komm mal, gehen wir nach unten gerade. Ich glaube, unten haben wir eine bessere Position. Da können die uns nicht so schnell auf den Kopf fallen und so. Unten können sie uns nicht auf den Kopf fallen. Das ist natürlich. Unter der Treppe, hier. Da kommen die zwar da raus höchstens, obwohl. Ja, da kommen die genau da raus. Vielleicht hier, auf der anderen Seite. Hier ist gut, oder? Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Dach oben. Und dann können wir das hier auch in die Luft jagen nachher, wenn da welche kommen. Oh, ich habe ein Artefakt gefunden. Das warte mal. Achso. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. It happens. Sprengstoff scharf machen. Cool, dieses Stase-Ding ist auch ganz geil. Man sieht sich. War ja lächerlich. Was ist denn da auf gerade aufgegangen? Ja, das sehe ich auch gerade. Oh, Vorsicht! Aua! Der Feuerschutz, dann probiere ich das mal aus. Ja. Ja. Alter, ich kann dir nicht Feuerschutz geben, das sind zu viele. Du musst. Vorsicht! Denk an Medikits. Jetzt habe ich aus Reflex schon eins genommen. Drehst du da gerade alle Schalter um? Ja, ich glaube, es geht. Aha, warte. Achtung. Ja. Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Okay, sobald man einen weg hat, kommen die anderen nach. Jo. Oh, Scheiße. Alter. Okay, komm jetzt. Weiter geht's. Haben wir den Aufzug, Mann? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Na dann komm, rennst du hin. Hier, Alter, hier hinten. Ja, warte mal, ich habe ja gerade noch Gäste. Ach du Scheiße, was war das denn? Das war ich. Du bist mein Feind, jetzt merke ich es. Vorsicht, hinter dir. Scheiße, verpiss dich! Okay, wir haben es geschafft. So, bist du beim Aufzug? Ja. Boah! Alter. Wo bist du denn? Da haben wir noch so einen Penner, mein Shadow weg hier, du Arsch. Penner! Und sagt mir noch, läuft falsch rum und fragt mich noch, wo ich bleibe. Du bist der Geilste. Dann nehmen wir halt in der nächsten Folge den Aufzug. Ja, ich habe auf dich gewartet, dir geholfen. Dir den Hintern geretteten, quasi. Was? Ich war doch schon längst da. Okay. Dann fahren wir in der nächsten Folge mit dem Aufzug, würde ich sagen, ne? Nach Tirol. Ich möchte nach Tirol fahren mit dem Aufzug. So. Ja, schön. Ab in die Berge. Bis morgen und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Tschüss.